Drachenho! 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 Entschuldigt bitte, ihr missbraucht das Wort Ho. Es handelt sich hier um einen Ausruf, der auf ein Ziel hinweist und nicht auf ein Objekt wie in Landho oder auch Westwärtsho. Drachenho! Hey Jungs, was habt ihr vor? Wollt ihr die Elektrizität entdecken? Falls du gerade auf Benjamin Franklin anspielst, er hat die Elektrizität nicht entdeckt, sondern lediglich mit Hilfe eines Drachens nachgewiesen, dass ein Blitz ein elektrisches Phänomen ist. Außerdem erfand er den Franklin-Ofen, die Bifokalbrille und den flexiblen Harnkatheter. Drachenho. Wir machen eine Drachenschlacht. Drachenschlacht? Oh ja, bei diesem Sport geht es im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch zu. Dennoch ist das Risiko, dass es dabei tatsächlich Tote gibt, äußerst gering. Die Gefahr, sich durch die Schnurverbrennung zuzuziehen, ist jedoch real und allgegenwärtig. Willst du dir das mal ansehen? Ach, schade. Das klingt zwar verlockend, aber nachher kommen ein paar Freunde vorbei. Nichts Besonderes, wir sehen uns das Nebraska-Spiel an. Oh, Football, na klar. Gut geraten. Ich hätte dich eingeladen, aber da du nicht auf Football stehst... Nein, nein, wirklich nicht. Also, toll. Du hast was vor, das dir Spaß macht. Ich hab was vor, was mir Spaß macht. Besser geht's nicht. Gut. Na, wir können uns ja später treffen, wenn die anderen weg sind. Ja, gute Idee. Fein. Na dann. Das nervt jetzt. Mir war langweilig, da habe ich vor mich hingeträumt. Was genau war das nervende Moment dieser Interaktion? Leonard hat erkannt, dass Benny ihn vor ihren Freunden versteckt, weil er ein kleiner Mann ist, der Drachen steigen lässt. Das nervt natürlich wirklich. Wolowitz greift über die Flanke an. Lass deinen Drachen noch steigen, dann gehe ich drunter und schneide ihm die Leine durch. Warum will Penny mich nicht ihren Freunden vorstellen? Konzentrier dich, Leonard, konzentrier dich. Wir befinden uns mitten in der Schlacht. Die Streitrösser galoppieren übers Feld. Vielleicht hat Kutrapali recht und sie schämt sich für mich. Ich schäme mich gerade für dich. Ein erwachsener Mann, der sich wegen solchem Blödsinn Sorgen macht, während wir Drachen steigen lassen. Entschuldige. Entschuldige, holt ihre Drachen nicht runter. Au, Schnurverbrennung, Schnurverbrennung! Oh, sie denken, wir greifen von der Seite an. Sie laufen direkt in die Falle. Auf drei vollführen wir die fliegende Schere. Eins, zwei, drei. Wow. Hast du das gesehen? Was denn? Die Kleine, sie hat mich angelächelt. Nein, hat sie nicht. Sie hat gelächelt. Mach schon, Schere, Schere. Meine Schnur. Was machst du denn? Ich kann die Schere nicht allein machen. Howard, komm zurück. Der Sieg ist unser. Dieser totale Blödarsch. Als Freund hast du versagt, weißt du das? Sowas von versagt, klar? Was hätte ich denn machen sollen? Ihre Augen haben gesagt, komm, fang mich doch. Ihre Augen haben gesagt, komm mir bloß nicht nah. Ich hatte sie fast und dann bekam ich diese blöde Muskelzerrung. Ich bitte dich, du wiegst 40 Kilo, du hast keine Muskeln. Wenn Penny mich ihren Freunden nicht vorstellt, schämt sie sich für mich. Woran sollte es sonst liegen? Naja, vielleicht will sie einfach deine Gefühle nicht verletzen. Es könnte sein, dass sie dich nicht dabei haben will, weil sie sich ein neues Männchen sucht und das nicht in deiner Gegenwart tun will. Oh, wie rücksichtsvoll. Allerdings, die meisten Primaten sind nämlich nicht so diskret. Ein Bonobo-Weibchen würde mit einem neuen Männchen im Beisein des Alten kopulieren, ohne auch nur Hallo zu sagen. Du lässt mich dauernd wegen Frauen sitzen, bei denen du sowieso nicht landen und kannst. Und ob ich bei dir hätte landen können? Bei einer Frau, die du durch den Park jagst, das ist eine Straftat. Hm. Noch schlimmer ist, dass es mich meinen wertvollen Patan-Kampfdrachen gekostet hat. Sheldon, kannst du mir meinen Drachen nicht einfach zurückgeben? Oh, tut mir leid, Raj, aber die Regeln des Luftkrieges schreiben vor, dass der abgestürzte Drache dem Sieger gehört. Und ohne Regeln wäre der Wettkampf bedeutungslos. Und dann wäre auch das, was ich gleich tun werde, bedeutungslos. Ich hab deinen Drachen, ich hab deinen Drachen. Hey. Hi. Wie war deine Football-Party? Ziemlich gut, wir haben gewonnen. Oh, wow, sehr schön. Das ist irgendwie eine komische Ausdrucksweise. Wir haben gewonnen, wenn man eigentlich gar nicht mitgespielt hat. Wenn wir Star Wars sehen, sagen wir nie, wir haben das Imperium besiegt. Freut mich, das zu hören.
Oh hey, da wir gerade darüber sprechen, schämst du dich für mich vor deinen Freunden? Oh mein Gott, nein. Warum fragst du das? Mir ist nur aufgefallen, dass ich keinen deiner Freunde kenne, deswegen. Klar kennst du welche. Ja, da hast du recht. Ich kenne deinen riesigen Ex-Freund und deinen kleineren Ex-Freund, der immer noch größer ist als ich, sogar erheblich. Übrigens, waren die eigentlich heute hier? Natürlich nicht. Wieso auch? Wieso frage ich das? Was rede ich hier bloß? Wieso unterbrichst du mich nicht? Lennart, also ich würde mich freuen, wenn du meine Freunde kennenlernst. Ich dachte nur, du würdest dich vielleicht langweilen. Ich würde mich doch nicht langweilen. Wie kommst du denn darauf? Ganz einfach. Sie sind keine genialen Wissenschaftler. Penny, ich mag alle möglichen Menschen. Einige meiner besten Freunde sind keine Genies. Ach ja, wer denn? Okay, einige meiner Facebook-Freunde sind keine Genies. Aber ich finde doch nur, wenn wir zusammen sind, könnte ich doch auch mit deinen Freunden befreundet sein. Okay, cool. Dann komm doch einfach nächsten Samstag rüber und sieh dir das Spiel mit uns an. Noch ein Footballspiel? Es gibt jede Woche eins. Das wusste ich nicht. Du willst also meine Freunde kennenlernen? Unbedingt ist es nur, ich weiß nicht viel über Football. Das macht nichts. Den Freundinnen von den Jungs geht es zum Teil auch so. Sie trinken was und unterhalten sich in der Küche. Ganz toll. Der Quarterback sieht nach links, aber da geht gar nichts. Okay, ein vollständiger Pass. Erster Versuch, New England. Ich fange an, das zu verstehen. Wirklich? Ich habe in den letzten Stunden nur gelernt, dass amerikanische Männer Bier mögen, zu oft pinkeln und Erektionsstörungen haben. Konzentrier dich aufs Spiel, nicht auf die Werbung, Raj. Wenn ihr nicht ständig euer Bier wegtragen müsstet, könntet ihr eure Frauen vielleicht auch ohne Pillen befriedigen. Ratsch, was machst du hier? Du solltest mir doch helfen, meine Vespa aufzumotzen. Habe ich dir irgendwie den Eindruck vermittelt, dass wir noch Freunde sind? Oh, komm schon. Du schmollst doch nicht immer noch wegen des Drachens, es oder? Es ist nicht nur der Drachen. Egal, wo wir hingehen, wenn jemand vorbeikommt, der hübscher ist als ich, servierst du mich ab, auch wenn du sowieso keinen Erfolg hast. Na, und ob ich den bei der Joggerin gehabt hätte? Wie schön. Mal doch mit ihr grüne Flammen auf deinen kleinen Roller. Das ist kein kleiner Roller, sondern die zweitgrößte Vespa, die je gebaut wurde. Du siehst dir Football an? Du merkst aber auch alles. Was hat es eigentlich mit dieser Sex-Statistik auf sich, die da steht? Das Sex, was mit Football zu tun hat, ist mir neu. Sex. Sex. Beim Football ist das ein Begriff dafür, dass ein Quarterback hinter der Line of Scrimmage getackelt wird. Scrimmage. Die Line of Scrimmage ist die gedachte Querlinie, die den Angriff von der Verteidigung trennt. Oh. Sheldon kennt sich mit Football aus? Offensichtlich. Ich meine Quidditch, klar, aber Football? Sheldon, woher weißt du das alles? Ich komme aus Texas. Football ist allgegenwärtig in Texas. Profi-Football, College-Football, Highschool-Football, Kinder-Football. Also jede Art von Football, bis auf das europäische Original, den Fußball. Den halten die Texaner für einen Komplott der Kommunisten. Unglaublich. Falls du Interesse hast, ich weiß auch, wie man Rindfleisch so brät, dass es wie Huhn schmeckt, auch wenn es gar keins ist. Du könntest es mir also beibringen? Football oder das Rind wie Huhn schmeckt? Football. Ich sehe mir am Samstag mit Penny und ihren Freunden das Spiel an. Ich will nicht wie ein Idiot dastehen, ich will dazugehören. Wenn du zu Pennys Freunden dazugehören willst, wärst du als Idiot doch am besten getarnt. Komm schon, Sheldon, bitte erklär mir das Spiel, das wird lustig. Das ist genau das, was mein Vater gesagt hat. Komm mit, wir sehen uns das Spiel an. Woche für Woche, seit ich 5 war, bis ich aufs College ging. Die längsten 7 Jahre meines Lebens. Bitte, tu es doch für einen Freund. War das eben eine Freundschaftsanfrage der Stufe 1? Ja. Na schön. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ja, ja, schon gut. Weichbirne, setz dich hin, halt den Mund und lerne. Wie bitte? Oh, so hat mein Vater immer unsere Footballgespräche angefangen. Und wenn du möchtest, zeige ich dir nach dem Spiel, wie man so dicht an einem Waschbären vorbeischießt, dass er sich selbst auf die Pfoten pinkelt. Geschafft, im Ballbesitz zu bleiben. Der
scheint verletzt zu sein. Wie viele Zylon-Toast willst du denn noch machen? Genug, um mal die menschlichen Brötchen auf dem Kampfstern, bekannt als Galaktika, zu vernichten. Willst du etwa so zu Penny Football gucken gehen? Was hast du gegen mein Football-Trikot? Gar nichts. An dir sieht es aber eher aus wie ein Football-Cocktail-Kleid. Eine kleinere Größe hatten sie nicht. Bloß die für Hunde. Es gibt sowas doch tatsächlich für Hunde. Oh ja, Hunde als Football-Fans sind ganz normal in Texas. Katzen weigern sich, in Sportbekleidung rumzulaufen. Meine Schwester kann ein Lied davon singen. Na dann, wünsch mir Glück. Lennart, warte. Gehe ich recht in der Annahme, dass dein Verlangen nach Anerkennung durch Pennys Spielkameraden auf dem Wunsch basiert, dein Privileg, dich mit ihr zu paaren, weiterhin ausüben zu können? Naja, so würde ich es jedenfalls nicht formulieren. Wie formulierst du es? Ja, doch, so wie du. Das scheint mir ein enormer Aufwand zu sein für gewöhnlichen Beischlaf. Hast du keinen Zugang zu Frauen, die es für Geld machen? Um es so zu sagen, auch hier geht es eher um das Ziel als um das Objekt. Bis später, Schaden. Warte doch mal. Es entspricht doch wohl der gesellschaftlichen Norm, nicht mit leeren Händen zu erscheinen. Nimm ruhig ein paar Zylon-Toasts mit. Nein, lieber nicht. Ich will dazugehören, nicht ausgelacht werden. Wieso sollte jemand über Zylon-Toasts lachen? Ist offen. Hey, Kumpel. Was willst du? Ich möchte dir was schenken. Einen neuen Drachen. Ach, der Drachen, den ich deinetwegen verloren habe, war ein echter Petank. Ein Kampfdrachen von meinem Bruder aus Neu-Delhi. Ich brauchte 3 Tage, ihn zusammenzubauen und zu bemalen. Das ist Hello Kitty. Ja, aber man kriegt einen kleinen Geldbeutel dazu. Zum Petang auch? Du raffst es einfach nicht, oder? Nur weil du mir was Hübsches kaufst, löse ich unser Problem nicht in Luft auf. Hör mal, ich gebe ja zu, dass ich nicht immer ein besonders guter Freund war. Als Freund hast du versagt, sowas von versagt. Ich gebe es zu. Und du machst das andauernd. Letzte Woche haben wir im Einkaufszentrum für deine Mutter ein Telefon mit riesigen Ziffern gesucht. Und plötzlich warst du verschwunden. Und wo warst du? Ich habe mir eine Abfuhr von dem Mädchen im Hotdogladen geholt. Aber schließlich sah sie auch umwerfend aus. Und dann dieses aufreizende Gewipper an der Zitruspresse. Auf und nieder, immer wieder. Das war wie ein kostenloser Stangtanz zwischen all den Lebensmitteln. Du bist unmöglich. Hey, ich kann wenigstens mit Frauen sprechen, ohne betrunken zu sein. Du weißt, ich habe selektiven Mutismus. Das ist eine anerkannte medizinische Störung. Aber du bist ein Arsch. Nein, weißt du was? In Wirklichkeit geht es doch um etwas ganz anderes. Du bist gar nicht auf mich wütend, sondern auf dich selbst. Nein, ich bin wütend auf dich. Ich hasse mich, aber ich bin wütend auf dich. Na gut, du bist wütend auf mich, das verstehe ich. Wollen wir heute nicht was Schönes unternehmen? Nur wir zwei. Wir gehen auch wohin du willst. Ich weiß nicht. Oh, komm schon. Ich führe dich richtig nett aus. Ich hätte Lust auf das Urzeitmuseum. Was jetzt? Bei dem Verkehr und der Parkplatzsituation? Okay, gute Idee. Das Urzeitmuseum, na dann los! Ich kann dir einfach nicht lange böse sein. Ja. Los, 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 ja! Habt ihr das gesehen? Das haut einen doch echt um, oder? Schätzchen, das sind nur Ausschnitte von Highlights aus der vergangenen Spielzeit. Oh, das wusste ich nicht. Wie viel Bier hast du getrunken? Keins, wieso? Oh, ich habe irgendwie gehofft, du wärst betrunken. Jetzt ist es wieder live. Okay, ja, jetzt sehe ich den Unterschied auch.
Oh, wo bleibt die Fahne? Das war absichtliches Grounding. Na, total. Ja, das war hundertprozentig ein Vorwärtspass, den sie absichtlich unvollständig geworfen haben, um Raumverlust zu verhindern oder Zeit zu gewinnen, ganz klar. Ich finde, sie müssten bestraft werden mit dem Verlust eines Downs und der Verschiebung der Scrimmage-Line zurück zum Ort des Fouls. Hier, nimm ein Stück Pizza, Schatz. Du weißt doch von meiner Laktoseintoleranz. Egal, Hauptsache, du hörst endlich mal auf zu reden. Penny? 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 Sheldon, komm rein. Danke. Ich will ein Sandwich machen, aber ich habe kein Brot mehr. Im Kühlschrank ist welches? Brot gehört nicht in den Kühlschrank. Die Kristallisation der Stärkemoleküle wird durch die niedrigen Temperaturen beschleunigt. Dadurch schmeckt das Brot schneller alt. Wir hier auf der Erde sagen Danke. Und Leonard, wie läuft die Mimese? Mimese? Du weißt schon, Mimese. Ein Vorgang, bei dem der Imitator Eigenschaften eines bestimmten Objektes oder Organismus übernimmt. Mimese. Was soll denn der Blödsinn? Ich bemühe mich, mit dir zu kommunizieren, ohne dass ich die Bedeutung meiner Worte deinem Umfeld offenbart. Ich versuche es erneut. Hat die indigene Fauna dich als einen der ihren akzeptiert? Der Zaunpfahl lässt grüßen. Ach so, ich denke schon. Gut. Ach, übrigens, wenn ich mein Sandwich gegessen habe, mache ich mit Kutrapalis Patang einen Testlauf. Willst du vielleicht mit deinem Delta-Flügel-Raptor mitkommen? Ich will jetzt keinen Drachen steigen lassen. Du siehst doch, dass wir Football gucken. Ja, das sehe ich. Ich biete dir eine Alternative. Eine Aufmerksamkeit, die mir unter vergleichbaren Umständen nie zuteil wurde. Oh, habt ihr das gesehen? Der Trainer von Oklahoma hat eine rote Fahne hingeworfen, weil er die Entscheidung auf dem Spielfeld in Frage stellt. Ich hoffe, er hat recht. Das kostet ihn sonst glatt eine seiner drei Auszeiten. Weißt du, Leonard, Schatz, es würde mir nichts ausmachen, wenn du jetzt mit Sheldon Drachen steigen lassen gehst. Nein, ich sehe mir das Spiel noch zu Ende an. Es sind sowieso nur noch 3 Minuten. Dann ist Halbzeit. Das war erst die Hälfte? Mhm. Das läuft doch schon seit Stunden. Und das geht noch ein paar Stunden so weiter. Das kannst du nicht ernst meinen. Doch. Schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Naja, also das ist übrigens mein Freund. Er ist wirklich extrem schlau. Ich mag meine Säbelzahnkatze, danke. Gern geschehen. Wir könnten nach dem Mittagessen noch in ein nettes Café gehen und Torte essen, wenn du magst. Das wäre schön. Dieser Samstag scheint perfekt zu werden. Es ist wirklich schön. Oh Mann, hast du gesehen, wie die mich angelächelt hat? Na gut, zieh los. Nein, das ist unser Tag. Wenn du ihr nachlaufen willst, dann lauf ihr nach. Ach, wem mache ich hier eigentlich was vor? Bei der hätte ich sowieso keine Chance. Hör auf, dich schlecht zu machen. Du bist ein attraktiver Mann. Ganz ehrlich? Ja, absolut. Es täte dir ganz gut, hin und wieder einen Pilateskurs mit mir zu belegen, aber du bist ganz beachtenswert. Naja, ist dir auch egal, weil sie nämlich gar nicht mich mit ihrem Lächeln gemeint hat. Doch, ich denke, das hat sie. Wirklich? Ja. Bis dann. Was für ein Arsch.